herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es die Glossy Box. Die ist bei mir vor ein paar Tagen eingetroffen, hatte aber keine Zeit, das abzudrehen. Und jetzt können wir endlich reingucken. Ich habe natürlich schon bei den anderen reingeguckt gehabt und bin sehr gespannt, was bei mir so drin ist. Das sieht einmal so aus. Ich finde allgemein, das hier sieht schon alles voll süß aus. Das ist einmal das Heft, wo die ganzen Preise drin stehen. So, und wir fangen mit dem ersten an. Und zwar ist es von Batiste ein Trockenshampoo und Antifrizz für krauses oder widerspenstiges Haar mit pflegendem Kokosnuss. Ja, sieht so aus. Das kenne ich noch gar nicht. Ich finde die Batiste Trockenshampoos wirklich sehr, sehr gut. Ich habe das jetzt kennengelernt, weil ich hatte mir eins gekauft gehabt, hatte das längere Zeit bei mir stehen gehabt und jetzt habe ich das auch leer gemacht und finde das wirklich sehr gut, auch wenn es einen grauen Schleier macht, finde ich das trotzdem, das kann man sehr, sehr gut auskämmen und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt und ich rieche mal dran. Riecht wirklich sehr erfrischend. Also ich finde nicht, dass es jetzt nach Kokosnuss riecht. Bin ich wirklich gespannt, wie das so ist, weil die anderen, wie gesagt, fand ich wirklich gut. Ich hatte bis jetzt zwei Trockenshampoos von Batiste und die waren beide mega gut. Als nächstes haben wir von Humble Brush eine Zahnpasta und zwar in diesem hellblau. Ich habe die jetzt, glaube ich, zum dritten Mal oder so hintereinander. Ich hatte die noch zweimal gehabt in der Glossy Box Young und jetzt habe ich die wieder. Selbst kaufe ich mir die nie, wenn die in den Boxen sind, benutze ich die auch, aber ja, so besonders finde ich die irgendwie nicht. Also manchmal gehen die bei mir so schnell auseinander. Ich wechsle auch die Zahnbürsten jeden Monat. Und beim letzten Mal hat sie mir gut gefallen, aber davor ist sie mir sehr schnell auseinandergegangen. Und da bin ich gespannt, wie das dieses Mal ist. Aber ich werde die auf jeden Fall verwenden. Dann haben wir von Floss einen Lipgloss. Der sieht einmal so aus. Ich kenne die Marke überhaupt nicht. Wir gucken mal rein. Der sieht so aus. So eine schöne Farbe eigentlich, aber ich bin sehr gespannt. Bei Lipgloss bin ich eigentlich, das riecht auch mega gut, irgendwie nach Süßigkeiten. Ich mache mir das mal drauf. Ja, eine sehr schöne Farbe. Ich verwende zwar sehr selten Lipgloss, ich verwende eher Liquid Lipstick, aber der sieht mega toll aus. Und ich denke, ich werde das so ein bisschen im Alltag oder so verwenden. Wie gesagt, der riecht mega gut. Dann haben wir von Starskin Dream Kiss eine Lipmaske. Okay. Hatte noch nie was von Starskin. Und eine Lipmaske habe ich mir auch noch nie gemacht. Ich habe zwar zwei Stück jetzt von Action. Eine habe ich zu Weihnachten bekommen, eine hatte ich im Tauschpaket, habe ich aber auch noch nicht verwendet. Weil ich finde bei diesen Lipmasken, ich weiß nicht, ob wie gut die sind. Ich werde das auf jeden Fall austesten, aber ich verwende eher so einen Lippenscrub von Hello Body, was ich sehr, sehr gut finde. Man kann auch von einer anderen Firma einen Lipscrub nehmen. Bin ich sehr gespannt, wie das so ist. Keine Ahnung, da muss man auch bestimmt irgendwie 15 bis 20 Minuten hat man das drauf und kann erstmal überhaupt nicht reden, ne? Oder so. Man muss die ganze Zeit sitzen oder liegen. Ja. Und als letztes haben wir von Fitch und Rouge oder so. Ich kenne das auch überhaupt nicht. Hatte aber gesehen, das war als Sneak Peek drin auf jeden Fall. Und das soll so ein Glow geben. Das ist, ja, sind so Tropfen. Das kann man auch als bisschen als Primer nehmen. Das sieht so aus. Ich finde das voll schön in dieser Glasflasche. Und das sieht so aus. Sieht mega schön aus. Ich mache mir das mal auf meinen Arm drauf. Das ist hier drunter. Hier drunter ist das.
Das glitzert auch übertrieben, wenn man sich das so vermischt. Kann man das sehr, sehr gut als Primer nehmen, Primer-Tropfen, und dann hat man einen schönen Glow auf der Haut. Ja, voll schön sieht das aus. Bin ich wirklich sehr gespannt. Schau mal, weil das so teuer war, auch 42 Euro. Das habe ich auch bei den anderen gesehen. Ein Tropfen, so viele Beauty-Effekte. Dieses vegane Glow-Elixier verwöhnt deine Gesichtshaut und schenkt ihr ein wunderschönes Strahlen. Ja. Ist mit Rosenwasser, ich riech mal. Nee, riecht jetzt noch nichts. Mit Rosenwasser, Hyaluronsäure, Vitamin A, Vitamin C und E. Und ja. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf die Tropfen und allgemein auf die Box. Also die Box war ganz okay. Also dafür, dass ich 15 Euro zahle und ein Produkt für 42 Euro habe, hat sich das ja so oder so krass ausgeglichen. Und mit dem Batiste-Shampoo, das finde ich sehr, sehr gut, dass es dabei ist. Mit der Zahnbürste, ja, muss die immer überall dabei sein. Keine Ahnung. Also so gut ist sie jetzt auch nicht. Ich war auch, als die neue rauskam, sehr, sehr gespannt und habe mir die direkt gekauft gehabt. Aber ja, dafür ist sie eben doch nicht so krass gut. Also von Dr. Best finde ich die Zahnbürsten auf jeden Fall besser. Die Box ist auf jeden Fall leer. Da ist nichts mehr drin. Ich verabschiede mich mit dem Video, wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!